So. Reden wir mit Donovan. Das muss ich. Yay. Yay. Geil. Hier noch rein. Ne, hier kommen wir nicht rein. Ja, ich glaube, viel von den Jungs dürften auch nicht mehr übrig sein, ne? Ja, komm, was ist los? Ja, genau, pass auf, Freund. Ich zieh direkt was auf. Vorsicht, du blöde Sau. Was ist? Was ist? Gerade irgendwas gesagt? Alter. Da warst du das vielleicht, du Knetkopf. Oh, Verzeihung. Ja, genau, mach dich mal vom Acker hier, Alter. Oh, tut mir leid. So, hier geht's raus. Hey. Hier ist irgendwo eine schusssichere Weste. Wo ist die denn? Ich will die haben. Ja, da ist eine Knarre. Wo ist denn hier die schusssichere Weste? Kommt da andersrum noch rein? Noch irgendwo lang. Nö. Ach, Mist. So, jetzt klauen wir hier mal eine schicke Karre. Ne, wir haben ja hier noch unseren LKW stehen. Genau, den haben wir ja extra hier vor der Hütte gepackt. Was ist denn? Ah, wenden in drei Zügen, Freunde. So, läuft doch. Und... Oh, Alter, was eine Kurvenlage. So, CIA. Ach, der gehört zur CIA hier, der Boy. No parking. Mir doch egal. Ich halt genau hier. So, dann gucken wir mal, was Donovan sagt. Ich hab was für dich. Du bist so viel rumgerannt, dass ich dachte, ich mach dir das Leben ein bisschen leichter. Damit kannst du Verstärkung rufen. Und ich hab dich immer für ein herzloses Arschloch gehalten. Daran scheiden sich die Geister. Übrigens, Miss Lancaster ist schon unterrichtet und kann loslegen. Ein Funkgerät haben wir bekommen. Kann ich mit dem noch was sagen? Diese Cassandra hat dich ganz schön angeschmiert, was? Verfluchte Irre. Alle miteinander. Der Grund, warum in diesem verkorksten Winkel des Landes alles schiefläuft, ist Sal. Ein schmieriger Drecksack, der glaubt, er kann sich einen Namen kaufen. Naja, wenn er meint. In Ordnung. Dann haben wir jetzt ein Funkgerät und jetzt dürfen wir da wieder zurückfahren, oder was? Dafür sind wir jetzt hergefahren. Das hätte uns ja auch vorher geben können. Ah, jetzt können wir Verbündete anrufen. Du brauchst auch nicht mehr zu warten, bis der Waffenhändler von selbst auftaucht. Du kannst ihn bei Bedarf herbeirufen. Ah. Okay. Drücke LB. Jetzt? LB. Mit R aus. Was? Ah. Könnte ein bisschen Material brauchen. Hab gehört, dafür bist du der Richtige. Cassandra meinte schon, du würdest dich mal melden. Ich helfe dir sehr gern, aber ich bin auch nicht die Wohlfahrt. Alter, wie der reingestochen kommt. Irgendwas dabei, was du brauchen kannst? Nö. Ich hab mich einfach nur so hergeholt. So. Ah, der hat dann ist auch nur eine Minute da dann. So, Verzeihung. Oh, der Papa muss hier mal raus. Ja, was denn? Meine ist lauter. Ich bin definitiv verrückt.
So, was sind das hier für komische? Ich will jetzt wissen, was das ist. Sind das die drei? Was ist das denn? Da liegt es doch. Was ist das? Elektrische Bauteile. Ah, in Ordnung. Hier drin hat er noch irgendwas geblinkt. Ah. Es sah nur so aus. Ach, das sind elektrische Bauteile. Okay, dann haben wir das auch. In Ordnung. Jetzt müssen wir nochmal hier rüber. Okay. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Die Mädels sind frei. Alter, das war die Hölle auf Erden. Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Merle hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst, wird er im Club aufkreuzen. Sehr gut. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist. Spüre Dixies Patrouillen auf und erledige sie. So. Du hast mehrere Ziele zur Auswahl. Ah ja, okay. Sag mal, hier geht doch die ganze Zeit so ein komisches Licht durch. Das heißt, dass ich hier irgendwas nehmen kann? Oder sind das einfach nur Effekte? Es scheinen nur Lichteffekte zu sein. So. Karte, genau. Da haben wir hier einmal. Da müssen wir das noch... Okay, da kann ich wohl noch was machen. Dann habe ich hier die Stimme. Das ist die CIA, John Donovan. Das ist Sammy Spa, in Ordnung. Ah ja, okay, das sind die drei Ziele, die wir jetzt haben. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, in der Folge mache ich nochmal Folgendes. Ich schnapp mir jetzt die Karre, die hier steht. Die sieht geil aus. Ist keiner in der Nähe. Richer, fresher, smoother. Und, ui. Wir fahren nochmal hurtig zu meinem Versteck, bringen die Kohle in den Tresor. Und dann mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Und dann geht's hier morgen bei mir wieder weiter. Jetzt, also mit dem Aufnehmen. Ihr seht ja die Folgen jetzt so, wie sie kommen. Hau ich sie ja direkt raus. Alter, macht die Karre einen Krach. Ui. War knapp. Ui. Ja, sieh zu, Mutti. So. So, wenn der manchmal sauber geparkt war. In Ordnung. Yeah, die Mucke. So, da packen wir unsere Kohle mal noch rein. Dann haben wir jetzt schon 7030 Dollar. Wo ist denn das Radio hier? Ach, da hinten. Ah, wieder ein bisschen schade, dass man es nicht an- und ausmachen kann. Vegas-Gemälde 2. Yay. Okay, kann ich mich eigentlich auch so unter der Zeit hinlegen und schlafen? Nö, konnte ich nicht. Bisschen schade. In Ordnung, liebe Leute. Dann ist die Folge jetzt hier ein bisschen kürzer. Wir sind jetzt gerade bei 10 Minuten, aber ich denke, das passt. Ich mache an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Mafia 3 mit Kalle. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Haut rein, bleibt sauber, euer Kalle. Ciao, ciao.